Hi Leute, für die heutige Übung habe ich mich mal ins Freie begeben bei dem schönen Wetter und genau das würde ich euch auch empfehlen. Wir brauchen keine Hilfsmittel, nur Schuhe sind von Vorteil. Was mache ich? Ich mache einen Ausfallschritt nach hinten in die Ausgangsposition, erstmal stabilisieren und aus diesem Ausfallschritt machen wir einen explosiven Strecksprung und ziehen das hintere Bein nach vorne. Zack, landen wieder und gehen wieder nach unten. Zack. Zack, zack, zack. Das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite. Und dann dürft ihr 4x15 für jede Seite machen. Und dann bin ich mir sicher, merkt ihr das am nächsten Tag ein bisschen im Oberschenkel oder im Hintern. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis bald, macht's gut, euer Dominik. Ciao, ciao. So, heute habe ich mir ein kleines Gewicht wieder als Hilfsmittel genommen. Und keine Angst, wir machen kein Kugelstoßen. Weil das ist vermutet, sondern wir nehmen das Gewicht einfach in beide Hände, halten es vor den Körper, ja, die Füße ein bisschen nach außen gerichtet. Dann machen wir mit aufgerichtetem Oberkörper eine Kniebeuge und gehen aus dieser Kniebeuge nach oben und strecken gleichzeitig die Arme aus. Dann wieder runter, Kniebeuge und Armstreckung. Das Ganze kann man dann ein bisschen flüssiger machen. Das Gewicht sollte so zwischen 5 und 10 Kilogramm betragen und dann dürft ihr davon 4x20 machen. Und ich freue mich wieder auf eure Videos, auf eure Hilfsmittel und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao, euer Dominik. Hi Leute, heute der nächste Tag und heute gibt es eine Übung. Für die brauche ich wieder ein Hilfsmittel. Das kann auch ruhig ein bisschen schwerer sein. Ja, vielleicht so 10, 15. Wenn man sehr kräftig ist, dann kann man auch 20 Kilo nehmen. Wir machen Überzüge auf dem Rücken. Das ist eine Übung für die Brust und auch für den Rücken. Was mache ich? Ich lege mich jetzt auf den Rücken, habe meine Beine angewinkelt, nehme das Gewicht senkrecht über mich, ja, und halte es stabil. Gehe ich langsam unter Anspannung von Brust und Latissimus nach Rücken mit gestreckten Armen. Sehr langsam. Arme bleiben gestreckt. Und ich gehe dynamisch, aber trotzdem langsam wieder nach oben und gehe wieder nach hinten. Ruhig, ja, um es auch ein bisschen schwimmkonform zu machen. In der Rückwärtsbewegung die Ellenbogen ein bisschen nach außen drehen, dann spricht das Ganze noch ein bisschen mehr den Latissimus an und wieder langsam nach oben. Nochmal einmal ein bisschen schneller, Ellenbogen ein bisschen raus, Spannung halten und nach oben. So, das Ganze ist jetzt nicht so anstrengend, deshalb dürft ihr das zu Hause mal 4x2 Minuten machen. Das war's. Schickt mir eure Videos. Ich freue mich auf eure Beiträge. Bis morgen. Ciao, ciao, euer Dominik.